Ein deutscher Spitzenmanager vor seinem Privathaus und alle gucken zu. Noch hat er nicht ganz begriffen. Tatsächlich aber ist Klaus Zumwinkel in diesem Moment eine Steuernummer. Genau, weil du so ein bisschen hin und her drehst. Ein anonymer Code. Und langsamer. Ein Fall unter vielen jetzt. Kein Saubermann mehr. Das Fürstentum Liechtenstein lernt er nun ganz anders kennen. Steuerfall Zumwinkel muss nun wie alle anderen runter von den Höhen. Denn unten, die treuen Hände von Vaduz, sind nicht mehr ganz dicht. Für Wirtschaftsethiker Ulf Posé ist die Sache desaströs für Deutschlands Wirtschaft. Die gesamte Berichterstattung der letzten Jahre lässt die Bevölkerung nur eines vermuten: Da sitzt eine Gruppe von gierigen, machtgeilen Menschen, die nichts anderes vorhaben, als die Reichsten auf dem Friedhof zu werden. Und das akzeptiert keiner mehr. Und vor diesem Hintergrund ist dann solch ein Fall, unabhängig davon, was zutrifft oder nicht, für das Image der deutschen Manager sicher ein Super-GAU. Managergehälter orientieren sich scheinbar auch in Deutschland an der Höhe der Firmenzentrale. Trend des neuen Jahrtausends. Fusionsängste gehen in Erfüllung. Reichlich abgefunden werden die Vorstände. Eine CD-ROM, noch keineswegs mit Steuersündern drauf, bricht sich Bahn. Der Staat hört derweil auf, Wohltäter zu sein. Mehr Arbeit gibt es nur noch, wenn sie billig ist. Der Manager Peter Harz, dessen Namen die neuen Gesetze tragen, entpuppt sich später selbst als Mitwirkender eines Skandals bei VW. Früher gab es eine Unredlichkeit, da hat jeder gewusst, wenn ich mich daneben benehme, sollte ich mich wenigstens schämen. Heute hat man eher das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen daneben benehmen, nur eines wird ihnen nicht mehr bewusst, dass sie sich daneben benehmen. Sie halten das für völlig in Ordnung und das nenne ich die neue Unredlichkeit und ich denke, wir müssen zu einer neuen Redlichkeit kommen. Abstieg in ein versunkenes Zeitalter. Steuerakten aus Jahren, als Bürger und Fiskus noch unvernetzt sind. Die deutschen Steuergesetze sind in den 80ern kaum besser. Steuern werden auch damals schon prominent hinterzogen. Hat das Volk seinerzeit die Politik hinter den Gesetzen etwa verstanden? Die verschiedenen Steuerreformen haben nur eines bei der Bevölkerung nach meinem Kenntnisstand hervorgerufen: ein Kopfschütteln und Ungläubigkeit. Vieles von dem, was wir an Steuern reformiert haben, führt bei dem Steuerzahler, und das ist ja nicht nur Herr Zumwinkel, das sind wir ja alle, führt zu einem gewissen Unverständnis. Und es gibt ein Phänomen, das von Wirtschaftswissenschaftlern untersucht worden ist, das besagt Folgendes: Je ungerechter die Politik erlebt wird oder je schlechter die Politik ist, desto schlechter ist die Steuermoral. Wenn eine Steuer für den Steuerzahler unverständlich ist oder unsinnig ist, dann wächst die Bereitschaft, Steuern zu hinterziehen. Zugleich grassiert die Daumenkrankheit. Spitzenmanager ritualisieren Erfolgsgesten als Kurzfristbotschaft an Aktionäre. Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pierer als globaler Macher, der den Chinesen deutsche Technik beibringt. Er tanzt um den Globus, sein eigener Laden tanzt aus der Reihe. Um Aufträge zu bekommen, wird geschmiert und kaum kontrolliert. Siemens Image bis heute in der Schwebe. Wenn Sie die Menge der Fälle nehmen in den letzten Jahren und die nur mal zählen, dann sind das 10, 12 Fälle, die in der Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt haben. Setzen Sie dagegen die Menge der Managerinnen und Manager, dann ist das noch nicht mal im Promillebereich, was da passiert ist. Aber rechnen tut das keiner. Und jetzt macht also eine Steuersünder-DVD die schöne deutsche Wirtschaftswelt zur Scheibe.